So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Und heute gibt es mal wieder eine Review. Eine Review, auf die wir lange gewartet haben. Und zwar zu dem Kapitel 349 als auch zu dem Kapitel 350. Beide heute in diesem Video. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt dem Video doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Jetzt sollten eigentlich regelmäßiger Reviews kommen, weil wir natürlich alle gespannt sind, was nach dem Anime-Ende passiert. Denn die Story von Hunter x Hunter ist noch nicht vollendet, deshalb heute eine Review und damit wünsche ich euch viel Spaß. Und für alle, die diese Reviews noch nicht gesehen haben, 340 bis 348 sind in der Videobeschreibung verlinkt. So wie immer ein kurzer Recap zu den vorherigen Episoden. Nach dem Ende des Anime plante Beyond Netero, der Sohn von dem Vorsitzenden Isaac Netero, den wir natürlich auch kennen, mit dem Kakin-Königreich zum Dark-Kontinent zu reisen. Jeder, der mitkommen möchte, soll mitkommen, laut Beyond. Die Zodiacs sollen auch mitkommen, da der Vorsitzende vor seinem Tod noch einmal erwähnte, dass sie seinen Sohn in Schach halten sollen und vor ihn bzw. mit ihm dort hinreisen. Mittlerweile haben sich auch Leorio und Kurapika den Zodiacs angeschlossen, da Kurapika die Augen seines verlorenen Clanes sucht und diese im Besitz eines Prinzen des Kakin-Königreichs sind. Die Prinzen werden heute auf jeden Fall genauer erklärt, darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr müsst einfach wissen, die Prinzen sind auf jeden Fall mit auf dem Kurs zum Dark Continent. Leorio wurde einer durch Einladung von Chadl, da Leorio als Arzt gebraucht wird und einen großen Stellenwert in der Hunterwelt besitzt, seitdem er Jing eine reingehauen hat. Das kennen wir, glaube ich, alle. Währenddessen Gon nur kurz gezeigt wurde, er befindet sich nämlich auf der Walinsel und hat sein Nen durch den Kampf gegen Pito verloren. Außerdem sind Jing und Periston den Zodiacs ausgetreten und haben sich beide bei Beyond Neteros Expeditionstrupp versammelt. Dort sind crazy Dinge geschehen, Mindgames zwischen Jing und Periston, einige coole Kämpfe und ja, coole Konversationen. So, aber das erstmal kurz grob erzählt. Für jeden, der das ausführlich möchte, der soll meine anderen Reviews abchecken, wie gesagt. Dort bin ich genauer auf jedes Kapitel eingegangen und glaubt mir, es lohnt sich wirklich. So beginnen wir aber mit dem eigentlichen Kapitel. König Nasubis Butler informiert Prinz Zerid nicht der Regeln des Erbfolgekrieges. Lediglich die Kinder des Königs dürfen teilnehmen und diese werden sich in einem Battle Royale bekämpfen und nur einer bzw. der Gewinner wird der neue König von Kakin. Das Battle Royale wird anfangen, wenn das Schiff den ersten Signalton gibt für die Abfahrt und dann wird es auf jeden Fall richtig losgehen, aber der Butler erwähnt dann noch einmal, dass wenn ein Prinz schon davor von einem anderen Prinzen umgebracht wird, dann wird es schon bevor das Ganze anfängt alles abgebrochen. Der Erzähler erklärte, dass König Nasubi 8 Ehefrauen hatte und die Kinder nacheinander geboren haben. 14 Prinzen, wie sie unabhängig von ihrem Geschlecht genannt werden. Nummeriert nach der Reihenfolge ihrer Geburt. Zerid nicht zum Beispiel ist der vierte Prinz, das heißt, er ist der viertälteste der Prinzen. So, daraufhin bekommen wir alle Prinzen einmal zu sehen. Als erstes bekommen wir Zerid nicht zu sehen. Und hier sieht man auf jeden Fall, dass Zerid nicht so die größte Rolle von allen Prinzen bekommen wird. Erstens wegen dem ganzen Plot mit Kurapika. Und zweitens hat er ein ganzes Panel bekommen und das soll schon was heißen. Dann bekommen wir alle anderen Prinzen zu sehen, und zwar den fünften Prinzen Zubepa, den sechsten Prinzen Tyson, den siebten Prinzen Lusos, den achten Prinzen Sare-Sare, den neunten Prinzen Hakenburg, den zehnten Kachu, den elften Fugetsu, den zwölften Momose, den dreizehnten Marayam und dann noch den vierzehnten Wabel, Wabel, irgendwie so. Auf jeden Fall eine Frau mit einem Kind, die wird auf jeden Fall noch später wichtig, merkt euch das. So, nachdem wir die ganzen Prinzen gesehen haben, sehen wir wieder Zerid nicht und den Butler. Der Butler holt ein Gefäß und Zerid nicht tut ein bisschen Blut von seiner Fingerspitze ja in dieses Gefäß rein. Daraufhin taucht eine kleine Fee auf, die irgendwas in Zerid nichts Mund reinsteckt und I don't know, was das sein soll. Aber jedenfalls erklärt der Butler dann, dass wenn man dem Gefäß ein bisschen Blut zeigt bzw. ein bisschen Blut reinsteckt, dann wirst du von einer speziellen Kraft gesegnet. Und diese Kraft personifiziert sich jeweils auf deinen Charakter. Und dann sehen wir ein sehr, sehr komisches Bild
von dem König Nasubi, der einen Nenbeast erschaffen hat bzw. hinter sich trägt. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr verstörend aus. Und wenn das die Personifikation von diesem König ist, dann weiß ich nicht, wie pervers dieser eigentlich in Wirklichkeit ist. Und ja, diese ist dafür geschaffen, also diese Nenbiester sind dafür geschaffen, die Prinzen zu beschützen in dem Nachfolgekrieg, der natürlich auf dem Schiff ausgetragen wird. Und da bin ich wirklich gespannt, was für ein Nenbiest der Cerit nicht bekommt, denn wie wir in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, ist der Typ nicht wirklich normal, genauso wie vermutlich alle anderen Prinzen. Deshalb bin ich auf jeden Fall gespannt, was für Nenbiester alle haben werden, besonders bei Cerit nicht. Und ich freue mich auf jeden Fall mehr über die anderen Prinzen zu erfahren. Und dann springen wir auch zu einer anderen Storyline. Und zwar sehen wir Beyond Netero, Kurapika und Misai Storm, wie die gerade ein Gespräch führen. Wir haben Beyond Netero, der uns ankündigt, dass die Reise zum Dark Kontinent in 35 Tagen am 8. August stattfinden wird. Das heißt, wir haben noch 35 Tage, wo unsere Boys alles organisieren können und ja, alles vorbereiten können für diese sehr große Reise. Dazu erwähnte Beyond noch, dass er nichts von Sayu wusste, dass er der Verräter sei oder dass es generell einen Verräter unter den Zodiacs gibt. Und das konnte Kurapika auch bestätigen, denn er hat natürlich mit seiner Fähigkeit erkannt, dass Beyond die Wahrheit erzählt über den Verräter und wirklich nicht wusste, was es mit diesem Verräter jetzt wirklich auf sich hatte. Dazu erwähnte Kurapika, dass es okay sei, Beyond Netero auf dem Dark Kontinent freizulassen, was sowieso eigentlich der Fall wäre, denn ganz ehrlich, Beyond Netero ist sehr, sehr stark, vermutlich einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Charakter mittlerweile in der Hunter-Welt, und der könnte sich auch ganz einfach alleine befreien. Also dort sehe ich auf jeden Fall keine Probleme. Misai Storm kommt aber am Ende zu dem Schluss, dass Periston zusammen mit Sayu vielleicht planen, Netero ohne sein Wissen zu befreien. Und das ist halt die große Sache, vor denen die Zodiacs, beziehungsweise hier in dem Moment Misai Storm, die Befürchtung hat. Der Verräter vom letzten Kapitel, nämlich Sayu, soll dann seine Fähigkeit der Gruppe erklären. Er besitzt drei Affen, den C-Not, Say-Not und Hear-Not Monkey. Offensichtlich bei diesen Begriffen kann man sich herleiten, was er so ungefähr kann. Sayu erschafft drei Statuen mit jeweils einem Motto. Wenn einer dieser Statuen den Gegner trifft, raubt es ihn den jeweiligen Sinn. Also als Beispiel, wenn der C-Not Monkey trifft, dann hat der Gegenüber keine Chance mehr zu sehen. Eine echt unglaublich coole Fähigkeit, muss man sagen. Und was man alles damit anstellen könnte, ist auch die Frage. Stellt euch vor, er trifft mit allen drei. Selber erläuterte er, dass wenn er mit allen drei trifft, der Gegner unfähig wäre, seine eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Sayu ist einfach echt lustig. Alleine wie er mit den anderen redet, ist ultra frech und einfach witzig. Ich habe drei Affen mit drei Sinnen. Jeder Idiot würde das verstehen. Seine Art ist einfach nur geil. Kurapika bestätigt im Nebenraum, dass Sayu die Wahrheit sagt und er und Misai Storm haben trotz dessen noch die Bedenken, dass es einen weiteren Verräter geben könnte. Darum sind sie noch etwas vorsichtig. Außerdem soll Sayu erst auf dem Weg zum Dark Continent festgenommen werden, besser gesagt auf dem New Continent, wo das Whale Ship seine erste Pause macht. Warum, fragt ihr euch? Liegt daran, da Periston sonst auf den Verdacht kommen könnte, dass sein Verräter enttarnt wurde. Was dazu führen würde, dass die Ratte wieder etwas Neues ausdenken würde. So, am Ende gibt es nochmal die Ankündigung von 6 Prinzen, welche auf der Suche nach Hunter sind, die ihnen Schutz bieten auf dieser Reise. Somit können nun alle Hunter mitkommen, egal ob es ihnen gestattet wurde oder nicht. Sprich, Killua könnte kommen, Hisoka könnte als Bodyguard arbeiten und alle anderen, die wir auf der Reise kennengelernt haben. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welche Charaktere ihr als potenzielle Bodyguard seht, und damit würde ich auch sagen, beginnen wir mit dem zweiten Kapitel. Das nächste Kapitel beginnt genau mit dem Thema Bodyguards. Kurapika engagiert alte Bekannte für diesen Posten, was euch, glaube ich, alle freuen wird. Bisky, Hanzo, Basho, Melody und der Nen-Trainer von Kurapika, nämlich Izunami, ist auch mit in der Partie. Natürlich hat Kurapika mit denen was vor, denn er möchte, dass sie als Bodyguards der Prinzen Informationen über den vierten Prinzen Cerit nicht sammeln, auf welchen Kurapika nämlich Auge schiebt. Das kennen wir, glaube ich, schon. In einem Merksatz wurde erwähnt, dass Bisky von Killua empfohlen wurde.
welcher vermutlich von Kurapika auch gefragt wurde, aber gut, was soll Killua auf dem Dark Continent tun? Er will doch mit Alucard die Welt bereisen und nicht sein Leben riskieren, also macht das für Killua einfach keinen Sinn. Leider. Aber vielleicht kommt er ja doch mit wegen den Vorfahren von Nanika, I don't know, aber ich wäre wirklich glücklich, wenn der Boy dabei wäre. Das Witzige an der Situation ist jetzt nämlich, dass wir ein einziges Killua-Panel bekommen, wie er Kurapika erzählt, dass es mit einer alten Dame wie Bisky echt schwierig sein könnte und der Kurapika als Tipp gibt, sie zu loben und lauter positive Dinge zu ihr zu sagen. Das Beste daran ist einfach, dass Killua selber das nie ausprobiert hat, wie er selber sagte, weil es ihm zu peinlich sei und zu weird. Also wie Killua eben gegenüber Bisky immer drauf war. Daraufhin vergöttert Bisky Kurapika und will wirklich alles tun, um ihm zu helfen. Nebenbei finde ich es auch einfach echt stark, wie wir diese ganzen Charaktere wieder zu sehen bekommen. Einfach wieder dieses geile Hunter-Hunter-Feeling. Ich liebe es einfach. Jedenfalls, Kurapika analysiert, welcher Prinz den meisten Kontakt zu Zeritnik hat, um seine Leute dort unter Vertrag zu bringen. Er kommt auf den Beschluss, Prinz Hakenbo. Dieser soll der einzige sein, der von Zeritnik akzeptiert wird und sollte deshalb auch am wahrscheinlichsten Kontakt mit ihm haben. Sehr coole und lange Analyse, die ich bei Kurapika einfach liebe. So sollte Haixa für immer strukturiert sein, diese vielen Analysen und unterschiedlichen Interpretationen. Kurapika will aber auch ein Bodyguard sein und bekommt einfach mal den 14. Prinzen ab, nämlich Wobble, Wabble, irgendwie so, ich weiß nicht, wir einigen uns jetzt einfach auf Wobble und der Prinz ist nicht die Frau, sondern das Kind. Da wird Kurapika auf jeden Fall sehr viel Spaß haben bei dem Battle Royale. Die Mutter von Wobble erklärte, dass sie extra jemanden haben wollte, der eigentlich Hakenburg als Ziel hatte, weil sie und auch alle anderen Prinzen dachten, ey, es könnte sein, dass sich Leute extra bei dir anmelden, damit sie dich töten können. Deshalb hat Hakenburg auch keine Anfragen angenommen. Außerdem soll der Erbfolgekrieg im Untergrund ablaufen, also dass die eigentlichen Passagiere nichts davon mitbekommen. Erinnert mich bisschen an Star Wars und alles um Kopfgeldjäger und Coruscant, weil das auch eine echt ekelhafte Welt ist, wo keiner keinem vertraut. In dem Krieg wird es so sein, dass zum Beispiel Kurapika nicht weiß, wer der Bodyguard von wem ist und der jederzeit angegriffen werden könnte. Achtung! Und das alles geht auf dem Schiff ab. Also nicht mal auf dem Dark Continent, sondern lediglich auf dem Schiff. Kurapika wirkt erstmal enttäuscht. Wäre ich natürlich auch, wenn ich so einen Prinzen abbekommen hätte. Trotzdem bittet die Mutter darum und bietet Kurapika sogar das Zehnfache an, um die beiden heil und munter auf den Kontinent zu bringen. Und da denke ich mir, in den letzten Expeditionen sind alle gestorben außer eine Person. Und diese eine Person war wohlmöglich die stärkste Person in der ganzen Welt. Und du wirst sowieso sterben auf dem Kontinent, darum, ja, mach dir da keine Hoffnungen, aber ja, heil und munter auf so einen Kontinent, eieiei, ja, ist schwer. Und ja, dann würde ich auch sagen, was das eigentlich schon mit dem Kapitel? Das Kapitel endet mit einem zwiegespaltenen Blick von Kurapika, der den Prinzen in der Hand hält und ja, bisschen verzweifelt guckt, bisschen ja, Menschlichkeit wieder in den Augen hat, nicht so wie davor, wo wir immer wieder die roten Augen gesehen haben. Und hier werde ich jetzt eine neue Tradition mit einführen. Ich werde immer nach dem Kapitel jetzt noch, ohne viel zu schneiden, meinen Senf in einer Podcast-Variante jetzt, ja, preisgeben. Sowas, ja, wie ein Podcast, so ein kleiner Podcast, damit die Leute, die meine eigentlichen Videos cool finden und auch meine Podcasts feiern, hier auf ihre Kosten kommen. Darum jetzt noch einmal kurz ein Fazit, wie mir das Kapitel gefallen hat, beziehungsweise die zwei Kapitel. Also, wenn ich mir die Kapitel nochmal angucke, sehr, sehr coole Kapitel. Wir bekommen mehr über die Prinzen zu sehen, beziehungsweise alles über die Prinzen, was wir wissen müssen für den Anfang dieser ganzen Reise. Wir haben alle kennengelernt. Dazu noch die Nenbiester kennengelernt. Ein sehr, sehr komisches Panel von dem Nasubi-König von Kaken gesehen. Und auch sehr, sehr viele Momente zwischen Misaisom und Kurapika. By the way, diese beiden, wie ich es auch oft erwähnt habe, das ist ein unterschätztes Duo. Ich liebe die beiden. Ich weiß nicht warum. Anfangs waren die noch richtig kalt zueinander. Aber dass Misaisom Kurapika abgeholt hat, als ja die Anfrage kam von Leorio bzw. von den Zodiacs, dort hat man schon gesehen, ey, aus diesen beiden wird was.
ich will nicht sehen, wie viele Shippings später, wenn der Anime mal irgendwann zurückkommt, wie viele Shippings entstehen werden. Aber ich liebe dieses Duo. Also wenn ich jemanden shippen würde, dann diese zwei auf jeden Fall. Muss ich mal ehrlicherweise sagen, was haben wir in den Kapiteln noch bekommen? Natürlich haben wir noch alles zum Erbfolgekrieg mitbekommen. Natürlich auch die neuen Bodyguards. Natürlich erstmal natürlich die Information, dass die Bodyguards überhaupt dabei sind, dass es überhaupt Bodyguards gibt. Und dann noch Bisky zu sehen, Hanzo zu sehen, den Nennmeister von Kurapika im York New Arc. Dann noch Melody, obwohl Melody war mir eigentlich relativ egal. Aber Melody, auch eine coole Person, war immer sehr nett und hat ein sehr schönes Herz. Sehr cool, diese Charaktere zu sehen. Auch ein Battle von Killua freut mich auf jeden Fall. Mein Boy ist wieder zurück, auch wenn wir ihn, glaube ich, lange nicht mehr sehen werden. Aber well, das soll es eigentlich von diesem Kapitel gewesen sein. Wenn ich die zwei Kapitel bewerten müsste, ich würde den Kapiteln wirklich nur 8 von 10, 9 von 10 geben. Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht nicht viel Action oder so gut wie keine Action, aber sehr, sehr viele Informationen, wie es in diesem Arc eigentlich auch üblich ist. Sehr, sehr viel über den Dark Continent, über das Whale Ship, über das, was noch kommen wird. Erbfolgekrieg, Prinzen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und schreibt ihr in die Kommentare, wie gefällt euch das Ganze? Soll ich weitermachen? Und ihr wisst ganz genau, das nächste Kapitel wird was ganz Besonderes sein. Beziehungsweise die nächsten 5, 6 Kapitel. Denn darauf haben wir hingearbeitet. Das wolltet ihr alle sehen. Und das wird auf jeden Fall kommen. Und jeder, der es zu dem Zeitpunkt jetzt gesehen hat, schreibt in die Kommentare Hashtag Hisoka, damit ich weiß, aha, ihr habt bis zu diesem Punkt geguckt. Und das ist auch ein kleines Foreshadowing für das nächste Kapitel. Falls ihr nicht wisst, was passiert, Hisoka wird eine große Rolle haben. So, damit würde ich auch sagen, wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine gute Bewertung freuen, als auch über ein Abo auf diesem Kanal hier. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Video zu bringen, in alter Frische, hier auf diesem wundervollen Kanal.